θα δείτε ένα από τα καταπληκτικότερα νούμερα τσίρκου της εποχής μας. Τους Flying Dorias. Da bin ich jetzt erschrocken. Plötzlich sieht man da zwei Menschen. Sie verdienen ihr Geld wohl auch durch Nichtstun, was, Franziska? Nichtstun ist gut. Sitzen Sie mal hier drin. Ich hätte voll gern was zu tun. Wie viel haben Sie denn verkauft für heute Abend? Ja, so 200. Haben Sie das Büro in der Stadtmitte angerufen? Vor einer halben Stunde 300. Mach doch den König fit. Ach, wenn wir weiterhin so schlecht besucht sind wie gestern Abend, dann geht der ganze Gewinn von Neapel drauf. Bei der Hitze. Ach, was heißt Hitze? Hitze, Hitze war auch in Neapel. Und trotzdem sind die Leute gekommen. Na, na, das hier ist schuld. Hier. Wir waren bis vor 10 Tagen noch auf diesem Platz, obwohl ich die Option drauf hatte. Ja, können Sie sich da nicht beschweren? Ach, das nützt doch jetzt nichts mehr. Nein, da hätte ich... Was ist denn das? Franziska, kommen Sie mal raus. Ja, das ist ja wohl nicht möglich. Rasch. Moment. Was ist denn? Hier. Ja. So, nun sehen Sie sich das mal an. Der Wagen steht ja nicht schräg. Wie oft habe ich Ihnen das gesagt? Da kann ja das Geld nicht reinrollen. Im Gegenteil, dann rollt es raus. Jeder Artist in der Welt wird Ihnen das bestätigen. Hallo! Kommt doch mal her. Legt doch mal die Keile unter die Vorderräder, so dass der Wagen schräg steht. Na, meine Lieben, jetzt werdet ihr sehen, wie die Drachmen rollen. Fliegen, wenn Sie mich fragen. Bitte? Drachmen. Zwei Koffer. Schön, der Zweifache. Gratuliere. Wie tief liegt denn das Wort? 16 Meter. So, bitte, Herr Sohn. Na, endlich. Setz dich und gieß ein. Ja, das Wrack liegt 16 Meter und die Lichtverhältnisse sind sehr gut, also eigentlich ideal für uns das Ganze. Aha, danke. Du musst nur sehr vorsichtig sein, weil, da hängt noch eine Menge altes Eisen rum, verstehst du? Ja, ich werde schon auf. Und die Sache machen wir dann so. Du kommst steil runtergeschwommen aufs Deck. Um die Kamera brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern. Wichtig ist aber, der Mann, den du bist, der fühlt sich völlig unbeobachtet. Aha. Das muss man an der Art merken, wie du dich bewegst. Wie sieht denn der Laderaum aus? Weiß ich nicht mehr genau. Müssen wir uns ansehen. Und die Lichtverhältnisse? Du kommst in eine Fackel runter. Die brennt eine Minute. Wenn die Fackel ausgebrannt ist, ist das der Schnitt. Und wenn der Matthews den Morris, also dich, attackiert, das machen wir später. Gut. Du, Michi, vergiss nicht heute Abend, da wollen wir gerne Languste essen. Und wenn ich keine finde? Brauchst du gar nicht, dass wir rauszukommen. Hey, 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 hey. Sei doch nicht so brutal. Michi will doch sicher seine Familie noch wiedersehen, oder? Haha, ich sterbe vor Sehnsucht nach denen. Du willst uns da wirklich mitschleppen? Denn, um ehrlich zu sein, wir interessieren uns überhaupt nicht für Service.
Das ist ja schon möglich. Aber die Dorias, die muss man einfach gesehen haben. Das ist absolute Spitze. Das ist die Zugnummer bei Kronen. Sas parusiasume tus Genskis. Ich bin ja nicht neugierig, aber ich wüsste gern, was mit euch los ist. Wieso, was soll los? Komm, red nicht so dumm. Das will ich euch sagen. Ihr wart ganz schlecht, temperamentlos, lahmärschig. Ich bin froh, dass Kobler das nicht gesehen hat. Dann würde ich hingehen und es ihm sagen. Das ist ein schöner Satz. Du hast es gerade nötig. Was war mit dem Dreifachen, hä? Müssen wir das unbedingt hier besprechen? Und die Passage? Ich habe immer geglaubt, ihr schlaft mittendrin ein. Wenn ihr keine Lust mehr habt zu arbeiten, dann sagt es. So mache ich das nicht mehr mit. Komm. Die ganze Zeit ist da schon nichts mehr mit euch. Da ist doch kein Pfeffer hinter. Dafür ist wenigstens das gepfeffert, was ich Lona und Francis den ganzen Tag an den Kopf schmeißen. Ja, weil sie mal gleich beleidigt. Was will ich immer nicht? Verdammt nochmal, Ruhe! Wenn ihr Streit habt, dann müsst ihr das wieder ausbügeln. Und euch in Ordnung bringen. Wenn ihr mich dazu braucht, bitte, ihr braucht es nur zu sagen. Aber ich verlange von euch anständige Arbeit. Wir reden noch. Somit hätte er dann die Familie wieder mal richtig in die Pfanne gehauen. Alter, hat er recht, die Vorstellung war wirklich lahm. Schuld daran ist nur diese miese Stimmung, die da. Wie schön du sowas sagst, ach, Bruder. Jetzt aber bitte, bitte, sprech mit unseren Damen. Vielleicht fallen sie sich um den Hals und unsere Nummer ist wieder einsame Weltklasse. Manchmal Vigo hat Humor wie ausgestopfte Pferd. Unzufrieden ist er mit sich selbst. Ich weiß auch nicht, was er über den Dreifachen nicht mehr spricht. Außerdem glaube ich, dass er mit Nina stinkert. Oh, pardon. Vielleicht Sie können mir helfen? Ja. Oh, sind Sie nicht die junge Mann von den Trapez? Oh, Sie waren ehrlich. Ein großes Kompliment. Danke. Und diese dreifache Salto Mortal. Fantastisch. Sie müssen abends sehr viel mit. Ja, der Dreifache, das war eigentlich heute mehr ein Zweifacher. Ich bin sehr schlecht weggekommen. Nein, ich rede nicht von heute. Ich habe gesehen, der Vorstellung schon ein paar Mal. Und jedes Mal, der Höhepunkt von der ganzen Vorstellung war ihre Sprung. Oh, ich glaube, es ist nicht richtig für eine Dame, so etwas zu sagen. Glaube ich. Sie fragen mich, ob ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ah ja, ich suche der Kirschau. Und der da, das ist Aki. Ah. Ja, aber woher Sie wissen seinen Namen? Ja, Aki ist der Chef. Ah. Dann ist Aki also für die Tiger, was sind Sie für die Flying Dorias? Hm? Nein, nicht ganz. Unser Chef ist Carlo, mein Vater. Also. Ja. Und wie alt ist zum Beispiel so eine Chef? Aki? Hm. Ja, Aki. Lilly, wie alt ist Aki eigentlich? Aki? Aki ist 6. Warum? Das ist Lilly, unser bestes Stück. Nur ihren Namen weiß ich leider immer noch nicht. Albertine Plivier. Lilly, Albertine. Hallo. Ich habe Ihnen sehr bewundert. Danke. Sagen Sie, sind Sie nicht ein bisschen ängstlich, dass vielleicht einmal eines Tages Aki Sie wird nehmen zum Frühstück? Das ist genau umgekehrt. Aki hat Angst vor Lilly. Das darf mir niemand wissen. Aki hat keine Angst vor mir, nur Respekt. Und ich kann mir nur wünschen, dass er den nie verliert. Oh, ich habe noch eine Frage. Ich wollte immer schon wissen, wieso man kommt auf die Idee, zu werden ein Dompteuse. Es ist ein bisschen sehr ausgefallener Beruf für eine Frau. Tja. Wollen wir nicht noch zu den Giraffen? Nein, ich will erst eine Antwort für meine Frage. Ich bin Dressurreiterin. Und vor 4 Jahren kam ein Engländer zu uns ins Programm. Henry Joffrey mit seinen Tigern. Naja, und da habe ich eben angefangen, mich für Tiger zu interessieren. Und jetzt, Mr. Joffrey, ist sicher sehr stolz auf Ihnen. Er lebt nicht mehr. Sie entschuldigen mich jetzt bitte, nach der Pause sind wir dran. Ich glaube, ich habe etwas Falsches gesagt. Es war vor 3 Jahren in Brüssel. Auf der Fahrt ist der Leittiger eingegangen und abends bei der Premiere gab es einen Machtkampf zwischen Aki und Orlok. Joffrey ging dazwischen und wollte die beiden trennen. Und dabei ist... Ja, und seitdem führt Lilly die Tiger vor. Ihr Vater ist Botschafter? Oh, no, nicht Botschafter, Handelsattaché.
Und wie lange sind Sie schon in Athen? Oh, schon länger als ein Jahr. Und Sie arbeiten auch an der Botschaft? Oh, nein, nein, nein. Ich studiere Sprachen. Und außerdem, ich interessiere mich sehr, sehr viel für Kunst. Ja, und für den Zirkus. Ja, und für den Zirkus. Ja, wissen Sie, das ist nämlich so. Ich suche dringend eine perfekte Fremdenführerin, die mir die Altertümer von Athen erklärt. Aber was wollen Sie mit Altertümer? Es ist nur ein Gerücht, dass alle Zirkusleute Analphabeten sind. Hm, vielleicht, ich weiß jemand. Ja? Ist aber leider beinahe selber schon Altertum. Also dann lieber... Wird nächsten Monat 24, hier ist die Adresse von der Dame. Können Sie mir auch sagen, ob die Dame morgen Zeit hat? Oder müssen Sie sie selber fragen? Heute ist ein kleiner Party bei dieser Adresse. Ach, heute Abend habe ich leider Vorstellung. Oh, no, nicht heute Abend, jetzt gleich. A bientôt. Spionierst du mir eigentlich nach oder hat der große Zufall dich hierher geführt? Sie ist wunderschön. Hab ich schon öfter im Zirkus gesehen. Na und? Stell dir vor, sie hat mich sogar eingeladen. Wirst du gehen? Aber nur, wenn es dir recht ist, natürlich. Du, Viggo, ich weiß, dir geht's nicht gut letzter Zeit. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Nein. Hab ich vielleicht eine Fehler gemacht? Gerade was zu tun. Ich habe nie was zu tun. Das ist ein Gerücht, dass ich arbeite. Kommen Sie rein, wo brennt's denn? Ich wollte Sie um einen Rat fragen. Ich weiß nicht heute, was ich machen soll. Der Viggo betrügt mich. Wie bitte? Ja, jeden Tag im Zirkus sitzt eine rothaarige Mädchen und jetzt hat sie ihm geschafft, hat ihn kennengelernt und eingeladen. Ja und? Was hat das mit Betrügen zu tun? Ich meine, Sie sind doch auch mal ohne Viggo irgendwo eingeladen, oder? Ja, aber Viggo ist jetzt ganze Zeit so komisch. Und noch das dazu. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was werden Sie tun? Was ich tun würde, das machen Sie besser nicht. Wieso? Weil... Von mir würde er rechts und links ein paar Schellen kriegen und dann wäre er sehr schnell wieder auf dem Teppich. Ich glaube, wenn ich das machen werde, dann ist alles aus. Dann gibt es noch eine andere Methode. Ist zwar alt, aber nach wie vor sehr wirkungsvoll. Ja? Männer sind so unglaublich eitel. Nun stellen Sie sich mal vor, Viggo sieht sie mit einem anderen Mann. Das Herz wird ihm brechen. Und zwar nicht aus enttäuschter Liebe, sondern aus gekränkter Eitelkeit. Dann ist sofort Schluss. Außerdem könnte ich das gar nicht. Nina. Hm?
Was ist denn eigentlich mit dir los? Was soll denn los sein? In der letzten Woche hast du nur zweimal den Dreifachen gezeigt. Na und? Kugler kann ihn laut Vertrag für jede Vorstellung verlangen. Ach, Kugler kann mich mal. Ach so. Ich habe einfach keine Lust, mir wegen dieser paar Leute den Hals zu brechen. Es ist unwichtig, wie viele Leute in der Vorstellung sind. Die haben bezahlt und wollen ehrliche Arbeit sehen. Kugler zahlt uns ja auch die volle Gage. Ganz gleichgültig, wie viele Karten verkauft sind. Doppelte ist auch ehrliche Arbeit. Du bist aber im Programm angekündigt mit dem Dreifachen. Lieferst den Zweifachen. Jede kleine Provinztruppe liefert den Zweifachen. Machst unseren Ruf kaputt. Will ich dir mal sagen, warum ich ihn nicht mehr springe? Ganz einfach, weil ich Angst habe, verstehst du? Ja, und? Ich hatte auch Angst, als ich in der Kuppel hing. 20 Jahre hatte ich Angst. Ja, manchmal gekotzt vor Angst, ehe ich raufging. Ja, dann habe ich den Dreifachen gemacht. Dann weißt du es ja. Natürlich weiß ich das. Und wenn ich euch fünf da oben sehe, Abend für Abend, habe ich immer Angst. Ein Artist, der keine Angst hat, der imponiert mir überhaupt nicht. Das kommt nur darauf an, wie er damit fertig wird. Wenn er das nicht schafft, dann hat er am Zirkus nichts verloren. Soll er wegen mir Orangen verkaufen. Und morgen Vormittag trainieren wir den Dreifachen. Wir haben Cocktailparty und fast jedes Mal Gastgeber kommt auf die originelle Idee, zu engagieren sie Taki-Tänzer. Also Sie gehen nicht gerne auf Partys? Oh, jedes Mal dieselbe Gesichter. Ja, aber manchmal sieht man doch auch neue. Manchmal, ja. Wie lange sind Sie noch in Athen? Ungefähr 3 Wochen. Oh, ich glaube in 3 Wochen, ich kann Sie eine ganze Menge zeigen. Ich bin nämlich eine sehr gute Fremdenführerin, wissen Sie? Ach so. Mischa! Das darf doch nicht wahr sein! Wo kommst du denn her? Ach, ich hab mich so gelangweilt. Da hab ich mir einen Jet gemietet und bin runtergeflogen, um zu sehen, was ihr so macht. Ha? Wie geht's den Kindern? Vicky, Pedro! Du kannst ihn gleich selber guten Tag sagen. Ja? Aber jetzt muss ich wissen, wie kommst du her? Was machst du in Athen? Wieso? Ich habe euch doch erzählt, dass ich dieses Traumangebot bekommen habe. Diese Unterwasser-Filmgeschichte. Ich duble den Harold Morris. Was? Das hat wirklich geklappt? Ja, du hast völlig recht, bei dir klappt sonst nicht gerade viel, aber nun hat was geklappt. Und stell dir vor, wenn wir Glück haben, dann machen die eine Serie draus und das bedeutet für mich eine Lebensstellung. Und da habe ich in der Stadt eure Plakate gesehen und das musst du sofort Carlo erzählen, der kann gute Nachricht gebrauchen. Carlo! Was heißt das, der kann gute Nachricht gebrauchen? Habt ihr Ärger? Nicht direkt Ärger, aber viele kleine Ärger. Wird Zeit, das Turnier zu Ende geht. Carlo! Ja, was ist? Mischa! Sag mal, wie kommst du denn hierher? Ach, ich hab mich so gelangweilt und da hab ich mein Jet gemietet, um zu sehen, was ihr so macht. Komm rein, mein Junge, komm, Ilona, hast du noch ein bisschen Eis? Ja. Luna, weißt du, wo Piggy ist? Ja, sie muss hier irgendwo sein, so Piggy ist bei den Tigern. Was? Na, ab jeden Morgen. Hast du ausgeschlafen? Wie geht's dir denn? Na komm, lass dich streicheln. Biggie? Ja, Lilly, guck nur, wie Arti sich streicheln lässt. Biggie, nimm ganz langsam und ruhig die Hand aus dem Käfig. Aber sofort, hörst du? So. Und jetzt geh 2 Schritte zurück. Das nie wieder, hörst du? Aber ist doch Liebe, tut mir doch nichts. Du hast es wahrscheinlich nur der Hitze zu verdanken, dass dir nichts passiert. Aber Arti und ich unterhalten uns öfters. So, dann wirst du dich von jetzt an mit ihm auf 3 Meter Entfernung unterhalten, verstanden? Na schön,
Aber sag's bitte nicht meiner Mama. Na gut. Vicky! Ja? Bist du schon wieder bei Tiger? Ich war nur bei Lilly. Also komm doch fort her. Na lauf. Nun mach schnell! Na! Hi! Sehen Sie hier, man hat ein ehrliches Aussicht auf Akropolis und ganz Athen. Oh, und dann wir müssen sofort zu Dionysos Theater. Das Dionysos Theater ist älteste Theater in ganz Athen. Da wurden gespielt zum Beispiel zum ersten Mal die Dramen von Aeschylus, Sophokles und Euripides. Sie interessieren sich nicht sehr für Kunst? Doch, ich bin tief beeindruckt, mein Fräulein. Darf ich mich bedanken? Oh, Sie bedanken sich ziemlich oft, mein Herr. Wir Fremdenführer in Athen sind gewöhnt zu bekommen, liebe Salom. Erst nach der Führung. Ich finde, bei dir kann man sich gar nicht oft genug bedanken. Du musst mir ganz Athen zeigen. Ganz Athen kommt später. Jetzt, wir sprechen erst über Theater. Sophokles hat diese Stadt sehr geliebt. Hm. Ja, ja, der Sophokles. Sagen Sie, die Vergangenheit interessiert Ihnen wohl nicht so sehr? Doch, doch, ich habe einige Philosophen gelesen, aber sagen Sie, haben Sie kein anderes Thema? Doch, doch, natürlich. Wir können zum Beispiel stundenlang über Beethoven sprechen. Was? Wieso gerade Beethoven? Ja, mein Vater ist gewesen in Botschaft in Bonn 2 Jahre und in Wien 2 Jahre. Und seitdem ich liebe Beethoven. Im Augenblick interessiert mich die Gegenwart eigentlich mehr. Deine Gegenwart zum Beispiel. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Pensum. Ja, ja, ist ja auch alles sehr spannend, aber die Hitze. Bei diesem Wetter kann man nicht schwimmen oder ein Boot mieten. Ja. Ja, ich glaube wirklich, das ist besser. Aber warum können wir nicht mein Boot nehmen? Du hast ein eigenes Boot? Natürlich. Hm. Brav, brav. How much kostet it? 1 hour. 200 Dachmen. 1 hour? 1 hour. All right. Okay. Come in. Ρε μανάρα μου, ταξίδι που θα κάνει με δυο μας. Please, mister. Can you help me? Oh, yes. Tell me, what is your name? My name is Dimitrios. Oh, yes. Let's go, Dimitrios. Yes, come yes. on, let's okay. go. Yes. This way. Na, was sagen Sie nun? Ganz große Klasse. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Ich meine natürlich das Boot. Now, I not this want way. To go to this direction. You must be careful. Oh. Not too close to the island. Oh, Viggo! Was machst du? Ich gehe baden. Yes. Oh, ich werde dich fischen kommen. Schläfst du schon? Nein. Kann ich reinkommen? Ja, der Wagen ist offen. Ich wollte nur noch mal sehen, wie es dir geht. Danke, gut. Tja. Wie gefällt dir die Stadt? Denn ist sehr schön. Hast du schon viel gesehen von der Stadt? Ein bisschen. Ja, weißt du, ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen morgen. Das Dionysos-Theater soll sehr interessant sein. Das ist sehr nett von dir, aber ich kann leider nicht. Ja, ich habe schon etwas vor. Ach, und was? Ich habe gestern einen Grieche kennengelernt.
so einen komischen Namen. Dimitrios. Aber der kommt von einem sehr reichen Haus. Natürlich. Und der hat gestern etwas so Lustiges gemacht. Hat er gesagt, Ninochka, Sie haben so schöne Haare. Und dann ist er auf den Knie geworfen und hat er gesagt, bitte, 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 Ninochka, geben Sie mir eine so kleine Lockerchen. Sehr lustig. Und wo soll es morgen hingehen? Wo er will. Nina, du wirst morgen nicht mit diesem Demetrios wegfahren. Verstehst du mich? Und warum nicht? Weil ich es nicht will. Schließlich gehören wir beide zusammen. Ah, das ist gut, dass du mir das sagst. Letzten Zeit habe ich nicht viel davon gemerkt. Und jetzt will ich bitte schlafen. Nina, du musst mich doch verstehen. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Die Tournee ist einfach zu lange. Es ist doch auch bald zu Ende und so lange müssen wir eben noch aushalten. Gute Nacht. Na schön, wie du willst. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag morgen. Bist du sicher? Ja, er will aussteigen. Naturalmente, unsere junge Star wird das erst draufsteigen. Wohin will er denn? Ich glaube, er hat ein sehr gutes Angebot aus Amerika. Er kriegt eine fantastische Gage und vor allem ist er unabhängig. Nina? Ja, ich weiß nicht, ob sie heiraten werden. Aber es war doch ausgemachte Sache. Ja, aber Nina wird ihm langsam zu groß und Vico duldet keinen Star neben sich. Also ich glaube nicht, dass da eine Ehe draus wird. Also ich sage dir, wenn Vico aussteigt, ich mache auch nicht mehr mit. Ich bin ja sowieso satt, immer nur Zweiter sein. Wo willst du denn hin? Flying Duchess nehme ich mit Kussand. Rodolfo, ich bitte dich, nach so vielen Jahren. Das ist es ja gerade, wir sind schon zu lange zusammen. Nun, er wollte sie dir cambiar. Ja, aber was wird Papa dazu sagen? Hey, Papa, sagen? Papa, immer nur Papa. Zu den kleinen Duchess geht er. Ich habe den Brief mit dem Angebot zufällig gesehen. Ja, da würde ich immer morgen ein paar Fragen stellen. Ach, was nützt das schon? Und ich wette, dass Vigo wird auch nicht mehr lange bleiben. Na, fabelhaft. Es ist aus mit den Dorias. Aber vielleicht ist nicht mehr schade drum. Ich habe satt Franzis Vorherrschaft und Theater von Vigo. Sascha, wir müssen eine neue Truppe finden. Ist dir klar, was wir hier aufgeben? Natürlich ist mir klar, was wir aufgeben. Familie, Tradition, alles. Aber vielleicht ist auch gut so. Na schön. Da werden wir morgen erstmal reinen Tisch machen. Also, dann werden wir ein für alle mal klarstellen, was hier los ist. Nur mal raus mit der Sprache. Was hast du? Ach, diese ständige Bevormundung habe ich satt, wenn du es genau wissen willst. Ja. Ich bin schließlich erwachsen. Davon merkt man aber manchmal sehr wenig. Dass du gegen mich schießt, weiß ich komm, schon lange. Komm, komm, das ist nicht wahr. Was, ich? Luna hat dich immer verteidigt, solange das noch möglich war. Mir kommen die Tränen. Bringt dir alles durcheinander und macht große Wind, ha? Aber es ist doch wahr, ihr denkt doch alle genau das Gleiche. Es traut sich nur niemand heraus damit. Womit traut sich keiner raus? Hä? Bin gespannt. Ach, es muss mal gesagt werden. Ich finde, wir sollten Schluss machen. Ach, warum denn? Merkst du denn nichts? Diese Stimmung hier, der eine kann den anderen nicht mehr ausstehen. Die Tournee ist zu lange, sie macht einen kaputt. Davon ist bei dir aber nichts zu merken, Vigo. Macht doch, was ihr wollt. Ich steige aus. Vigo. Lass ihn doch. Wenn er unbedingt aussteigen will, denkt er sowieso nur an sich. Wir finden doch leicht einen neuen Job. Du interessierst dich für die Flying Duchess, habe ich gehört. Und in meine Karriere braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen. Nein, denn hier hört man nur immer Vigo, Rodolfo, Vigo, Rodolfo. Und Sascha steht doch immer im Hintergrund. Das ist doch Unsinn. Das ist kein Unsinn, das ist wahr. Und fertig Rumkommandiererei habe ich bis da. Du weißt mir alles besser. Sag immer das besser. Noch einmal. Basta, Franzis, basta. Lass. Basta, Carlo. Aber Carlo, wirklich, ich finde, wenn man schon rot sieht bei dem Anblick von den anderen, das geht nicht gut. Das geht nicht gut, sonst passiert ein Unglück bei der Arbeit. Wir müssen gehen auseinander. Aber das können wir doch nicht. Doch, Franzis, warum nicht? Wenn jeder seinen Kram alleine machen will. Und was wird aus dem Dorias? Das kannst du ja Rodolfo fragen. Der ist ja schon am Verhandeln. Rodolfo würde nie als erster gehen. Ach komm, Ruhe. Stell dich doch. Also geht. Jeder macht, was er will. Na, Vater.
Ich habe lange genug versucht, eine Familie zusammenzuhalten, die keine mehr ist. Trennen wir uns, je eher, desto besser. Und die Tournee? Wir müssen doch wenigstens noch Istanbul hinter uns bringen. Solange ertrage ich euch überhaupt nicht mehr. Mir langt's nämlich. Ich gehe dann zu Kogler, löse den Vertrag. Er wird uns eine Konventionalstrafe aufbrummen, aber das werdet ihr ja mit Kusshand akzeptieren, wenn ihr nur miteinander nichts mehr zu tun habt. Meint er das im Ernst? Ach Quatsch. Er will uns weich kochen auf die sentimentale Tour. Und glaubt, wir durchschauen ihn nicht. Sag mal, Carlo, soll das ein Witz sein? Leider nicht. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Vielleicht. Ist euch das bisschen Hitze hier zu Kopf gestiegen? Meschugge seid ihr. Das hat mit Hitze nichts zu tun. Unser Klima ist kalt, aber sehr kalt. Was soll das heißen? Sie vertragen sich nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich nicht genügend Autorität, sie zusammenzuhalten. Carlo, sind doch Krisen, das geht doch vorüber. Ja, bei uns nicht, diesmal nicht. Menschenskind, der Name Doria, ist seit 3 Generationen ein Weltbegriff. Was vorbei ist, ist vorbei. Will auch keinen mehr sehen, aber keinen mehr. Carlo. Lassen Sie uns aus dem Vertrag raus. Aber ich denke ja nicht daran. Wir zahlen die Konventionalstrafe. Konventionalstrafe? Carlo, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Die Kosten können Sie ja gar nicht bezahlen. Hier, ihr seid in Istanbul ganz groß plakatiert als Hauptnummer. Was glauben Sie, was die Türken mit mir machen, wenn ich ohne euch ankomme? Herr Rektor Kogler, ich glaube, Sie haben immer noch nicht verstanden. Die Kinder wollen nicht mehr. Wir gehen auseinander. Es gibt keine Dorias mehr. Dann setzen Sie doch mal Ihren lieben kleinen Kopf zurecht. Das habe ich versucht, aber der Ofen ist aus. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, fragen Sie doch selbst. Doch, Herr Kogler, wir denken, es ist besser, wenn wir Schluss machen, bevor eine Katastrophe kommt. Sascha und Vigo und Rudolfo, das ist alles wie Demasiadas Gallinas in el Gallinero, man sagt auf Spanisch. Zu viele Gockel in einem Hof. Mit anderen Worten, der Alte macht ernst. Aber Kogler hat Lona wörtlich erzählt, was Vater ihm gesagt hat. Und was hat Lona gesagt? Was soll sie schon gesagt haben? Was wir nicht, wir wollen natürlich. Und, hat Kogler was von Konventionalstrafe gesagt? Ja, aber um die auszurechnen, brauchen wir wohl einen Rechenschieber. Und bis eigentlich für den ganzen Streit gekommen. Ach, jetzt fang doch du nicht auch noch an. Ach, übrigens, wie war es denn heute? Hat der Herr seine Locke bekommen? Αυτά έχει η ζωή. Ο άνθρωπος σήμερα είναι γεμάτος χαρά και αύριο παλεύει με τα κύματα. Παρακαλώ. Bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, Horn. Haben Sie Kinder? Nein. Ja. Sie? Παρακαλώ. Kind. Όχι. Bitte, keine Ahnung. Also ich bin jetzt, warte mal, wie alt bin ich da selber, egal. Aber die Dorias. Die gibt es 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Da war erst mein Vater und dann kam ich, dann waren die Kinder. Da war einmal aus, vorbei, alle Winde. Το ίδιο έκανα κι εγώ με τη γυναίκα μου, γιατί μου ψήσε το ψάρι στα χείλη. Της έδωσα τα παπούτα στο χέρι της και της είπα και από τότε ζωή θαύμα. Was hat er gesagt? Er sagt, er seine Frau auch. Psst. Und seit der Zeit geht es ihm besser. Ach, Sie meinen, es geht mir gut. Und das müssen Sie begreifen. 50 Jahre. Wieso verstehen Sie überhaupt, was der Mensch sagt? Erinnern Sie sich an die drei Helenas? Drei Helenas? Mit der Tochter war ich mal verlobt und als ich die Sprache einigermaßen konnte, war Sense. Sense, ah, ja, das ist das richtige Wort. Sense. Sense? Sense, ja. Sense? Ja. Sense. Ein ungeheuer wichtiges Wort, mein Lieber. Ja, Sense. Carlo, wie wär's denn, wenn wir jetzt schön langsam... So was langsam? Na ja, nach Hause gehen. Nach Hause? Ja. Zum Glück bin ich nicht sentimental, sonst würde ich dich fragen, was ist das? Zu Hause. Haus ohne Frau, ohne Kinder. Nee. Mein Zuhause war der Zirkus. Zirkus? War, habe ich gesagt. Zirkus. Zirko! Ja, Zirko! 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 Ja, ja, so, ja. Komm, du, schick mal rein. Und dann gehen wir noch lange nicht nach Hause.
Das ist das erste Mal, dass Carlo so viel trinkt. Ich meine, zu viel trinkt. Seinen letzten kapitalen Rausch hatte gehabt, als Kino auf die Welt kam. Wenn Sie schon dabei waren, Herr Horn, da hätten Sie doch versuchen können, die Bremse reinzuhauen. Carlo bremsen, wenn der mal in Fahrt ist? Das glauben Sie doch selber nicht. Um 3 bin ich gegangen. Schließlich hatte ich heute zu arbeiten. Aber das muss man sofort Polizei melden. Also, die haben nichts anderes zu tun, als nach Betrunkenen zu suchen, die irgendwo ihren Rausch ausschlafen. Sascha, du sprichst von deinem Vater, weißt du das? Frag Gott doch mal, es muss doch noch möglich sein, dass ein erwachsener Mensch sich mal einen antrinkt, ohne dass gleich die Welt untergeht. Spätestens Mittag ist er wieder da. Nee, Sascha. Das war nicht nur der Alkohol. So habe ich ihren Vater noch nie gesehen. Well, buddy, let's pick it up. Okay. Careful. Okay, Misha, shall we dance? Well, Brad, come on. Let's see if he's okay. Dead. Okay, Misha, du bist dran. Hey, Fred, what's the story? Are you ready? Good luck. Now he's going in. Hope you get it right. There must be something wrong. Give me a hand. Something wrong? Come on. Easy now, easy. Come on, tell me, what happened? His air hose got caught. Sitzt er auch nicht. Das gibt es doch nicht. Vielleicht sitzt er irgendwo im Publikum. Das glaubst du doch selbst nicht. Komisch, oben kann uns ja nichts helfen. Trotzdem ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn er unten steht. Bist du vielleicht abergläubisch? Wir arbeiten genauso gut ohne ihn. Lass ihn doch, wenn er unbedingt beleidigt spielen will.
paar Wochen ist sowieso alles vorbei. Vigo, ich denke immer, wenn ich oben Fehler mache und Carlo steht unten und schaut zu. Ach, hör doch auf, uns alle machen verrückt hier. Και τώρα, κυρίες μου και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε το καταπληκτικότερο νούμερο. Τους Flying Dorias! Get him out. Let's take it easy. That's easy. There he goes. Okay. Τι έγινε, τι έπαθε. Ένα μικρό δυστύχημα στις βουτιές. Είναι επαγγελματίας βουτιχτής, δεν είναι τίποτα. Αντούρια! Αντούρια! Σάσα! Πού είναι, Κάρλο? Τι κίνδερ σλάφουν. Κάρλο, είστε... Was ist denn los? Ich habe eben einen Anruf bekommen. Mischa ist verunglückt. Mischa? Ja, ich habe den Arzt ja auch nicht richtig verstanden. Hat irgendwas von einer Operation gesagt. Jedenfalls ist Mischa im Hospital. Sei doch nicht so laut. Mischa ist verunglückt. Ja, wo ist denn Carlo? Ich habe keine Ahnung. Der ist gestern mit Horn versackt und seitdem ist er verschwunden. Wie heißt das Hospital? Ach, eine Panne, weiter nichts. Morgen oder übermorgen will ich hier wieder raus. Ich glaube, du untertreibst ein bisschen. Ja. Früher habt ihr mir gesagt, ich übertreibe. Ja, und was ist mit Film? Schon zu Ende? Greller hat gesagt, er kann das Buch umschreiben. Die Katastrophe, wenn wir sie so nennen wollen, die ist viel natürlicher geworden, als wenn wir sie gestellt hätten. Ein paar Textänderungen, die Story stimmt wieder. Ich finde, du solltest mit dem Unterwasserquatsch aufhören. Das ist nicht unser Bier. Ach, wie schön. Na, das sagt sich so einfach nicht unser Bier. Was glaubst du denn, was mein Bier ist? Doppelter, dreifacher Pirouette? Micha, Vigo meint doch nur... Ich weiß ganz genau, was Vigo meint. Er meint, denn Doria fliegt. Er schwimmt nicht, er fliegt. Sei doch nicht gleich so empfindlich. Ja, ich will doch nur sagen... Ich weiß genau, was du sagen willst. Micha Doria ist ein Krüppel. Seine eine Hand ist kaputt. Da soll er gefälligst zu Hause sitzen und die Brötchen auffressen, die wir für ihn verdienen. Habe ich recht? Micha, du verstehst... Ja, schon gut. Sag mir lieber was anderes. Wo steckt denn unser großer Carlo? Warum ist denn der nicht mitgekommen, um seinen unglücklichen Sohn zu beweinen? Wie? Micha, ja. Weißt du, das... Naja, das ist... Carlo ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Was heißt das? Das heißt, dass wir Krach gehabt haben. Du weißt doch, was er für eine Mimose ist. Ja. Na und? Carlo hat sich Horn geschnappt und ist mit ihm in Flasche gestiegen. Das ist gewesen vorgestern Abend. Und seitdem ist er weg? Tja. Horn hat noch erzählt, dass sich Vater in der Kneipe mit einem Griechen angefreundet hat. Keiner konnte die Sprache des anderen, aber je mehr sie getrunken haben, umso besser haben sie sich unterhalten. Na, das ist ja heiter. Da wird aber einen schönen moralischen haben, wenn er wieder aufkreuzt. Naja, den moralischen haben eigentlich wir. Wieso? Ja, weißt du, Micha, wir haben beschlossen, dass wir auseinandergehen. Und vorgestern haben wir es Carlo erzählt. Was? Carlo hat natürlich gemacht auf Träne, aber wir haben geglaubt, es ist nur Taktik. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass er offiziell bei Kogler gekündigt hat. Natürlich. Darauf hat er sich ertränkt. Was sollen wir jetzt machen, Micha? Na, wir können nur warten, bis er wieder auftaucht. Aber das ändert ja nichts an der Ursache für seinen Suff. Warum wollt ihr euch trennen? Wir gehen uns ganz einfach auf die Nerven. So, so, ganz einfach. Ja, es ist nicht gut, wenn man ist so lange zusammen. Und schon in alte Sprichwort, man sagt, dass... Hinzu kommt noch, dass sich Carlo in letzter Zeit einfach in alles einmischt. Wir sind doch keine dummen Jungen mehr. Ich finde, was ich mit meiner Freizeit mache, ist ausschließlich und alleine meine Angelegenheit. Francis und Lona vertragen sich auch nicht mehr richtig. Ja, aber Francis immer alles besser weiß. Hör doch auf, aber wenn ich sehe, wie du die Kinder verziehst, dann kann er mir schlecht werden dabei. Sie sind doch meine Kinder und ist nicht meine Schuld, dass Tino muss zu Hause bleiben und sie nicht bei dir. Jetzt hör doch mal, Παρακαλώ, κύριε, ησυχάστε. Είναι κι άλλοι άρρωστοι εδώ. Αν δεν μπορείτε να επιβληθείτε και να μην ενοχλείτε, είναι καλύτερα να φύγετε. Επιτέλους. Also, ich verstehe euch nicht. Ist doch alles wie immer. Warum wollt ihr euch mit einem Mal trennen, ne? Was verstehst du nicht?
Und was ihr mir hier vorspielt, ist doch die typische Doria-Familie, wie sie auch zu meiner Zeit gewesen ist. Da fehlt bloß noch Vater, der dann ein bisschen lauter als ihr schreien würde. Also, was hat sich geändert? Nichts. Wozu die Aufregung? Aber Micha, ich... Ach, hör doch auf! Glaubst du, ich weiß nicht mehr, wie das damals mit uns war? Heute hat der was und morgen der. Das ist doch ganz normal und kein Grund für dramatische Trennungen. Seid froh, dass es die Truppe gibt. Und glaubt mir, dass ihr jeder einzeln ziemlich dämlich aus der Wäsche gucken würdet. Überlegt euch lieber, wo ihr unseren armen Vater wiederfinden wollt. Das wird gar nicht so einfach sein. Ich war schon in der Kneipe, wo er mit Horn versackt ist. Ja und? Mit dem Griechen noch weitergezogen. Oh, ist der Mann da bekannt? Ich meine, kann man seine Adresse feststellen? Bekannt, Adresse habe ich auch. Ich war auch schon da, aber der ist auch noch nicht zu Hause. Also, dann würde ich sagen, mein Junge, du wirst mir noch zwei verkaufen. Ah, Diocartes, und das. Ein Adio, Diocartes. Na? O Panos, ein Taxi. Bedient? Ja. Ja. Also, wenn ich dir so in deine miesen, verschlagenen Rattenaugen gucke, du hast doch nichts, du hast doch nur Dreck in den Pfoten. Hast du es polylogies, du brauchst Lefta στο τραπέζι. Lefta. Und jetzt wird dir Carlo dein kleines stinkendes Fell über die Ohren ziehen. Hier, noch 200. Και τώρα, φιλαράκο μου, την έπαθες. Nun, wie gefallen dir diese drei Kerlchen? Δεν φτάνει. Γιατί ο Πάνος έχει ένα ωραίο, θαυμάσιο, τρελό, straight, με βαλέ. Dein dreckiges Lachen wird dir jetzt gleich vergehen, wenn ich dir sage, dass meine drei noch ein kleines Brüderchen bekommen haben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, was gibt's denn? Helga, also schön, dass Sie mich gefunden haben. Nur das Geld werde ich gar nicht mehr brauchen. Ich bin hier seit 3 Stunden in einer Tour. Soll ich Ihnen was zu trinken bestellen? Nein, danke. Aber können Sie mir sagen, wie die Geschichte weitergehen soll? Kindchen, das ist ein Versuchsballon, den ich hier steigen lasse. Der Familie muss einmal drastisch klar gemacht werden, wie das aussieht, wenn wir auseinanderfallen. Mit Schimpfen oder Zureden war da nichts zu machen. Kogler hat die Polizei alarmiert, dass Sie weg sind. Das war überflüssig. Herr Lohner hat darauf bestanden. Der ruft die Polizei an, dass ich eine Nacht hier im Hotel bleibe, nur dass die Kinder nichts merken. Und übrigens, Kogler telefoniert sich die Finger wund, um einen Ersatz für Istanbul für die Dorias zu bringen. Soll er, muss er ja sogar. Wer kann ihm voraussehen, dass meine reizende Familie wieder normal wird? Also, die laufen mit Gesichtern rum. Wenn Sie mich fragen, in spätestens 24 Stunden sind die weich. Ja, ich hoffe noch eher, denn ich weiß nicht, wie lange meine Glückssträhne hier anhält. Soll ich Rasierzeug und ein frisches Hemd besorgen? Kindchen, ich liege doch in der Gosse vor Kummer. Vergiss das nicht. Und jetzt komm, und lass mich alleine. Der Panos, der will Revanche. Und Dankeschön. Na, mein kleiner Stinker, wie geht's denn nur weiter? Wer gibt denn jetzt? Ganz sicher. Ich war gerade beim Friseur, aber bei die offene Auto ist alles umsonst. Ach, es ist furchtbar. Ich weiß, es ist manchmal etwas schwierig mit Polizei in Athen. Die sind ab und zu sehr langsam.
Aber vielleicht kann mein Papa euch helfen. Am Anfang dachten wir, er ist nur wieder mal eingeschnappt. Nun ist er schon 3 Tage weg. Und. Entschuldigung. Nina, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Taxi! Wie siehst du denn aus? Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Wieso? Ich dachte, dir gefallen kurze Haare. Sag mal, und du fragst mich überhaupt nicht, bevor du los bist und dir die Haare abschneiden lässt? Du fragst mich auch nicht, ob mir alles recht ist, was du machst. Verstehe, Demetrius. Ich komm schon. Und lass die Dame nicht so lange warten. Das ist unhöflich, hm? Wer war das? Das war Nina, unser Musikalclown. Ah, ich erinnere mich. Ich habe gesehen den Zirkus, sehr lustig. Hm. Du, aber ich habe gedacht, sie hatte lange Haare. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber irgend so ein Trottel hat sie zum Friseur geschickt. Vigo, ist diese Mädchen für eure Zirkus wirklich nur eine Clown oder ist sie nicht ein bisschen mehr? Hm? Ich meine für dich. Warum hast du mir nie von sie erzählt? Hm, weiß sie, dass wir manchmal zusammen sind? Ist sie eifersüchtig? Im Gegenteil. Sie treibt sich mit einem Demetrius herum. Oh, du bist eifersüchtig. Quatsch. Vigo. Vigo, du darfst diese nette Mädchen nicht unglücklich machen, versprichst du? Das tut mir leid. Aber du hast doch gesagt, dass die vielleicht eine ganze Serie unter Wasser machen wollen. Ja, ja. Verschoben. Verschoben. Beim Film wird immer alles verschoben. Und was wirst du jetzt tun? Ich fahre erstmal nach Hause. Ich ruhe mich aus und dann werde ich überlegen, was ich tun werde. Von dem Geld, was ich hier verdient habe, könnte ich mir zum Beispiel das Modell von dem Raketenschlitten zu Ende bauen. Ich weiß nicht, ob ich euch davon erzählt habe. Ja, Mann, das ist vielleicht ein bisschen Haarwasser. Das sag mal, Lola, wäschst du dir jeden Tag den Kopf oder bloß dann, wenn ich komme? Micha, wie geht es dir? Na, geht gut. Bist du fertig mit Hospital? Ja, bin fertig. Das mit ist fein. Schnell, Mama, Opa ist wieder da. Schnell, Mama. Francis, hast du es gehört? Na, schön, Vicky, wo ist er denn? Dann haben wir weiter. Dann lauf schnell fort, wir kommen gleich nach, ja? Na. Ja. Allora, andiamo. Kommst du mit? Carlo ist bestimmt für jedes Publikum dankbar. Sascha! Ja! Wissen eigentlich alle, dass wir wissen, dass Vater... Vigo haben wir nichts gesagt. Der soll ruhig mal ein bisschen schmoren, schließlich war er am meisten schuld. Sagen Sie mal, soll das heißen, dass das alles nur Bluff war? Nun schreien Sie nicht, Herr Direktor. Es muss ja nicht jeder hören, was wir zu besprechen haben, oder? Menschenskind, wenn Sie wüssten, wie aufgeregt wir waren! Ich kann mir schon denken, dass Ihnen die Türken Schwierigkeiten gemacht hätten, wenn Sie ohne Luft kommen. Türken, Türken, wer spricht denn von den Türken? Wir waren aufgeregt, weil Sie weg waren. Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen. Mann, nun ist aber genug. Allein in einer solchen Stadt und betrunken, alles kann da passieren. Betrunken? Ich betrunken? Na ja, Horn hat uns doch erzählt, dass Sie voll waren wie 1000 Mann. Herr Horn, das ist auch kein besonderer Menschenkenner. Er war mal ein bisschen was Sentimentales erzählt, dann heißt es gleich, man ist betrunken. Dann war das auch nur... Ein Bluff? Ja, vielleicht ein wenig. Natürlich habe ich 2, 3 Liederchen getrunken, aber da bin ich noch lange nicht betrunken. Herr, was sagen Sie zu so einem Menschen? Carlo, was Sie da treiben, ist ja schamlos. Aber sehr wirkungsvoll, wenn Sie mich fragen. Ja, wie ist das? Wollte der Vater nur sagen, dass Helga uns gesagt hat? Verrückt. Vater muss das Gefühl haben, allein durch sein Verschwinden die Familie gerettet zu haben. Und das wird jetzt zu Ende gespielt. Kommt jetzt! Oh, mein Bier! Wartet! Also gut, Carlo, ich sage kein Wort. Aber wenn Sie wieder mal so ein Ding drehen, dann lassen Sie mich bitte vorher wissen. In meinem Alter, da muss man sich vor Aufregung hüten. Na, abgemacht. Glück, dass Sie da sind, Carlo, wir haben uns Sorgen gemacht. Was war denn los? Vorsichtig! Eurem Vater geht's nicht gut. Ist ja halb so schlimm. Du riechst ja schon wieder nach Schnaps. Francis! Hilf mir bitte, der Papa muss sofort ins Bett, ja? Ja, Carlo! Hey, einen so guten Vater habt ihr überhaupt nicht verdient.
Wenn ihr irgendetwas braucht, meldet euch, ja? Und vielleicht verständigt ihr doch besser den Arzt. Ja, aber natürlich. Er braucht keinen Arzt. Ja, das weiß ich, aber die Dorias wissen es nicht. Doch, doch, Herr Direktor, die wissen. Wieso? Als Herr Doria mich aus dem Hotel anrief, habe ich sofort seiner Familie Bescheid gegeben, damit die sich nicht mehr aufregen. Was denn? Und mir haben Sie nichts gesagt? Warum nicht? Weil, naja, ich hatte Angst, dass Sie sich was anmerken lassen. Und wenn Herr Doria gemerkt hätte, dass Sie Bescheid wissen, dann hätte er sicher auch geglaubt, dass ich seiner Familie was gesagt habe. Sagen Sie mal, Helga, halten Sie mich für einen Trottel? Nein, Sie können sich so schlecht verstellen, wenn Sie mich fragen. Ja, und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Fräulein Kramer. Los, 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 Kinder! Habt nicht viel Zeit! Komm, 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 komm! Na, Papa? Ja. Wie fühlst du dich, ja? Na, auch, ganz gut, gut. Ein bisschen Elend noch, aber das werde ich schon schaffen, das ist schon besser. Schönen Schrecken eingejagt. Wieso? Wegen deiner Haare. Ich dachte doch, du hast sie abschneiden lassen. Ja, die Perücke hat 620 Mark gekostet. Was, das ist eine Perücke? Nein, die kurz. Ich muss dir was sagen. Vigo! Vigo! Keine Disziplin. Wieso? Seit Sie weg waren, habe ich jedes Mal den Dreifachen gemacht. Oh, hat er?
Bungalow? How much kostet it? 1 hour. 200. 200 Dachmen. 1 hour? 1 hour. All right. Okay. Come in. Ρε μανάρα μου, ταξίδι που θα κάνει οι δυο μας. Please, mister. Πάμε. Can you help me? Oh, yes. Tell me, what is your name? My name is Dimitrios. Oh, yes. Let's go, Dimitrios. Yes, come yes. Come on, let's okay. go. Yeah. This way. Na? Was sagen Sie nun? Ganz große Klasse. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Ich meine natürlich das Boot. Please, now I... Not this want way. To go to this you must be careful. Oh. Not too close to the island. Oh, Rico, was machst du? Ich gehe baden. Oh, ich werde dich fischen kommen. Ja? Nina, schläfst du schon? Nein. Kann ich reinkommen? Ja, der Wagen ist offen. Nur noch mal sehen, wie es dir geht. Danke, gut. Tja. Wie gefällt dir die Stadt? Ach, dann ist sehr schön. Hast du schon viel gesehen von der Stadt? Ein bisschen. Ja, weißt du, ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen morgen... Das Dionysos-Theater soll sehr interessant sein. Das ist sehr nett von dir, aber ich kann leider... Hast du ausgeschlafen? Wie geht's dir denn? Na komm, lass dich streicheln. Biggie? Ja, Lilly, guck nur, wie Arthur sich streicheln lässt. Biggie, nimm ganz langsam und ruhig die Hand aus dem Käfig. Aber sofort, hörst du? So. Und jetzt geh zwei Schritte zurück. Mach das nie wieder, hörst du? Aber ist doch Liebe, tut mir doch nichts. Das ist wahrscheinlich nur der Hitze zu verdanken, dass dir aber nichts passiert. Aber Aki und ich unterhalten uns öfters. So, dann wirst du dich von jetzt an mit ihm auf 3 Meter Entfernung unterhalten, verstanden? Na schön. Aber sag's bitte nicht meiner Mama. Na gut. Big! Ja? Bist du schon wieder bei Tiger? Ich war nur bei Lilly. Also komm doch fort her. Na lauf. Nun mach schnell! No! Ei! Sehen Sie hier, man hat ein ehrliches Aussicht auf Akropolis und ganz Athen. Oh, und dann wir müssen sofort zu Dionysos Theater. Das Dionysos Theater ist das älteste Theater in ganz Athen. Da wurden gespielt zum Beispiel zum ersten Mal die Dramen von Aeschylus, Sophokles und Euripides. Sie interessieren sich nicht sehr für Kunst? Doch, ich bin tief beeindruckt, mein Fräulein. Darf ich mich bedanken? Oh, Sie bedanken sich ziemlich oft, mein Herr. Wir Fremdenführer in Athen sind gewöhnt zu bekommen, liebe Salom. Erst nach die Führung. Ich finde, bei dir kann man sich gar nicht oft genug bedanken. Du musst mir ganz Athen zeigen. Ganz Athen kommt später. Jetzt, wir sprechen erst über Theater. Sophokles hat diese Stadt sehr geliebt. Hm. Ja, ja, der Sophokles. Sagen Sie, die Vergangenheit interessiert Ihnen wohl nicht so sehr? Doch, doch, ich habe einige Philosophen gelesen, aber sagen Sie, haben Sie kein anderes Thema? Doch, doch, natürlich. Wir können zum Beispiel stundenlang über Beethoven sprechen. Was? Wieso gerade Beethoven? Ja, mein Vater ist gewesen in Botschaft in Bonn 2 Jahre und in Wien 2 Jahre. Und seitdem ich liebe Beethoven. Im Augenblick interessiert mich die Gegenwart eigentlich mehr. Deine Gegenwart zum Beispiel. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Pensum. Ja, ja, ist ja auch alles sehr spannend, aber die Hitze. Bei diesem Wetter kann man nicht schwimmen oder ein Boot mieten. Ja.
Ja, ich glaube wirklich, das ist besser. Aber warum können wir nicht mein Boot nehmen? Du hast ein eigenes Boot? Natürlich. Brav, brav. Du riechst ja schon wieder nach Schnaps. Francis, hilf mir bitte, der Papa muss sofort ins Bett, ja? Ja, Carlo! Einen so guten Vater habt ihr überhaupt nicht verdient. Wenn ihr irgendetwas braucht, meldet euch, ja? Und vielleicht verständigt ihr doch besser den Arzt. Ja, aber natürlich. Er braucht keinen Arzt. Naja, das weiß ich, aber die Dorias wissen es nicht. Doch, doch, Herr Direktor, die wissen. Wieso? Als Herr Doria mich aus dem Hotel anrief, habe ich sofort seiner Familie Bescheid gegeben, damit die sich nicht mehr aufregen. Was denn? Und mir haben Sie nichts gesagt? Warum nicht? Weil, naja, ich hatte Angst, dass Sie sich was anmerken lassen. Und wenn Herr Doria gemerkt hätte, dass Sie Bescheid wissen, dann hätte er sicher auch geglaubt, dass ich seiner Familie was gesagt hätte. Sagen Sie mal, Helga. Halten Sie mich für einen Trottel? Nein, Sie können sich so schlecht verstellen, wenn Sie mich fragen. Ja, und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Fräulein Kramer. Los, 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 Kinder! Habt nicht viel Zeit! Komm, 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 komm! Na, Papa? Wie fühlst du dich, ja? Na, auch, ganz gut, gut. Ein bisschen elend noch, aber das... Das wäre schon schaffen, das ist schon besser. Schönen Schrecken eingejagt. Wieso? Wegen deiner Haare. Ich dachte doch, du hast sie abschneiden lassen. Ja, die Perücke hat 620 Mark gekostet. Was, das ist eine Perücke? Nein, die kurz. Ich muss dir was sagen. Vigo! Vigo! Keine Disziplin. Wieso? Seit Sie weg waren, habe ich jedes Mal den Dreifachen gemacht. Oh, alle? Nein, natürlich das Boot. Now, I... Not this way. To go to this direction. You must be careful. Oh. Not too close to the island. Oh, Vigo! Was machst du? Ich gehe baden. Yes. Oh, ich werde die Fischen kommen. Schläfst du schon? Nein. Kann ich reinkommen? Ja, der Wagen ist offen. Ich wollte nur noch mal sehen, wie es dir geht. Danke, gut. Tja. Wie gefällt dir die Stadt? Dann ist sehr schön. Hast du schon viel gesehen von der Stadt? Ein bisschen. Ja, weißt du, ich dachte vielleicht, könnten wir zusammen morgen
Das Dionysos-Theater soll sehr interessant sein. Das ist sehr nett von dir. Aber ich kann leider nicht. Ja, ich habe schon etwas vor. Ach, was? Ich habe gestern einen Grieche kennengelernt. Der hat so einen komischen Namen. Dimitrios. Aber der kommt von einem sehr reichen Haus. Natürlich. Und der hat gestern etwas so Lustiges gemacht. Hat er gesagt, Ninochka, Sie haben so schöne Haare. Und dann ist er auf den Knie geworfen und hat er gesagt, bitte, 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 Ninochka, geben Sie mir eine so kleine Lockerchen. Sehr lustig. Und wo soll es morgen hingehen? Wo er will. Nina, du wirst morgen nicht mit diesem Demetrios wegfahren. Verstehst du mich? Und warum nicht? Weil ich es nicht will. Schließlich gehören wir beide zusammen. Ah, das ist gut, dass du mir das sagst. Letzten Zeit habe ich nicht viel davon gemerkt. Und jetzt will ich bitte schlafen. Nina, du musst mich doch verstehen. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Die Tournee ist einfach zu lange. Es ist doch auch bald zu Ende. Und so lange müssen wir eben noch aushalten. Gute Nacht. Na schön. Wie du willst. Da bin ich jetzt erschrocken. Plötzlich sieht man da zwei Menschen. Sie verdienen ihr Geld wohl auch durch Nichtstun, was, Franziska? Nichtstun ist gut. Sitzen Sie mal hier drin. Ich hätte voll gern was zu tun. Wie viel haben Sie denn verkauft für heute Abend? Also 200. Haben Sie das Büro in der Stadt Mitte angerufen? Vor einer halben Stunde 300. Macht auch den König fett. Ach, wenn wir weiterhin so schlecht besucht sind wie gestern Abend, dann geht der ganze Gewinn von Neapel drauf. Bei der Hitze. Ach, was heißt Hitze? Hitze, Hitze war auch in Neapel. Und trotzdem sind die Leute gekommen. Nein, nein, das hier ist schuld. Hier. Wir waren bis vor 10 Tagen noch auf diesem Platz, obwohl ich die Option drauf hatte. Ja, können Sie sich da nicht beschweren? Ach, das nützt doch jetzt nichts mehr. Nein, nein, da hätte ich... Was denn das? Franziska, kommen Sie mal raus. Ja, das ist ja wohl nicht möglich. Rasch. Moment. Was ist denn? Ja. So, nun sehen Sie sich das mal an. Der Wagen steht ja nicht schräg. Wie oft habe ich Ihnen das gesagt? Da kann ja das Geld nicht reinrollen. Im Gegenteil, dann rollt es raus. Jeder Artist in der Welt wird Ihnen das bestätigen. Hallo, kommt doch mal her. Legt doch mal die Keile unter die Vorderräder, so dass der Wagen schräg steht. Na, meine Lieben, jetzt werdet ihr sehen, wie die Drachmen rollen. Fliegen, wenn Sie mich fragen. Bitte? Drachmen. Ταξίδι που θα κάνει οι δυο μας. Please, mister. Πάμε. Can you help me? Oh, yes. Tell me, what is your name? My name is Dimitrios. Oh, yes.
Let's go, Dimitrios. Yes, come yes. on, let's okay. go. Yeah. This way. Na, was sagen Sie nun? Ganz große Klasse. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Ich meine natürlich das Boot. Please, now, I not this want way. To go to this direction. You must be careful. Oh. Not too close to the island. Oh, Rico, was machst du? Ich gehe baden. Yes. Oh, ich werde dich fischen kommen. Schläfst du schon? Nein. Kann ich reinkommen? Ja, der Wagen ist offen. Ich wollte nur noch mal sehen, wie es dir geht. Danke, gut. Tja. Wie gefällt dir die Stadt? Denn ist sehr schön. Hast du schon viel gesehen von der Stadt? Ein bisschen. Ja, weißt du, ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen morgen... Das Dionysos-Theater soll sehr interessant sein. Das ist sehr nett von dir, aber ich kann leider nicht. Ja, ich habe schon etwas vor. Ach, und was? Ich habe gestern einen Grieche kennengelernt. Der hat so einen komischen Namen, Dimitrios. Aber der kommt von einem sehr reichen Haus. Natürlich. Und der hat gestern etwas so Lustiges gemacht. Hat er gesagt, Ninochka, Sie haben so schöne Haare. Und dann ist er auf den Knie geworfen und hat er gesagt, bitte, 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 Ninochka, geben Sie mir eine so kleine Lockerchen. Aber warum können wir nicht mein Boot nehmen? Du hast ein eigenes Boot? Natürlich. Brav, brav. How much kostet it? 1 hour. 200. 200 Dachmen. 1 hour? 1 hour. All right. Okay. Come in. Ρε μανάρα μου, ταξίδι που θα κάνει οι δυο μας. Please, mister. Can you help me? Oh, yes. Tell me, what is your name? My name is Dimitrios. Oh, yes. Let's go, Dimitrios. Yes, come yes. on, let's okay. go. Yeah. This way. Na, was sagen Sie nun? Ganz große Klasse. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Ich meine natürlich das Boot. Now, I not this want way. To go to this direction. You must be careful. Oh. Not too close to the island. Oh, Rico, was machst du? Ich gehe baden. Yes. Oh, ich werde dich fischen kommen. Schläfst du schon? Nein. Kann ich reinkommen? Ja, der Wagen ist offen.
möchte nur noch mal sehen, wie es dir geht. Danke, gut. Tja. Wie gefällt dir die Stadt? Ach, dann ist sehr schön. Hast du schon viel gesehen von der Stadt? Ein bisschen. Ja, weißt du, ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen morgen... Durch Flying Dorias! Get him out. Let's take it easy. Okay. Τι έγινε, τι έπαθε. Ένα μικρό δυστύχημα στις βουτιές. Είναι επαγγελματίας βουτιχτής, δεν είναι τίποτα. Αντούρια! Αντούρια! Σάσα! Πού είναι Κάρλο? Οι Kinder schlafen. Κάρλο είστε... Was ist denn los? Ich habe eben einen Anruf bekommen. Mischa ist verunglückt. Mischa? Ja, ich habe den Arzt ja auch nicht richtig verstanden. Hat irgendwas von einer Operation gesagt. Jedenfalls ist Mischa im Hospital. Sei doch nicht so laut. Mischa ist verunglückt. Wo ist denn Carlo? Ich habe keine Ahnung. Der ist gestern mit Horn versackt und seitdem ist er verschwunden. Wie heißt das Hospital? Ach, eine Panne, weiter nichts. Morgen oder übermorgen will ich hier wieder raus. Ich glaube, du untertreibst ein bisschen. Ja, früher habt ihr mir gesagt, ich übertreibe. Ja, und was ist mit Film? Schon zu Ende? Greller hat gesagt, er kann das Buch umschreiben. Die Katastrophe, wenn wir sie so nennen wollen, die ist viel natürlicher geworden, als wenn wir sie gestellt hätten. Ein paar Textänderungen, die Story stimmt wieder. Ich finde, du solltest mit dem Unterwasserquatsch aufhören. Das ist nicht unser Bier. Ach, wie schön. Na, das sagt sich so einfach nicht unser Bier. Was glaubst du denn, was mein Bier ist? Doppelter, dreifacher Pirouette? Micha, Viggo meint doch nur... Ich weiß ganz genau, was Viggo meint. Er meint, denn Doria fliegt. Der schwimmt nicht, der fliegt. Sei doch nicht gleich so empfindlich. Ja, ich will doch nur sagen... Ich weiß genau, was du sagen willst. Micha Doria ist ein Krüppel. Seine eine Hand ist kaputt. Da soll er gefälligst zu Hause sitzen und die Brötchen auffressen, die wir für ihn verdienen. Habe ich recht? Micha, du verstehst... Ja, schon gut. Sag mir lieber was anderes. Wo steckt denn unser großer Carlo? Warum ist denn der nicht mitgekommen, um seinen unglücklichen Sohn zu beweinen? Wie? Micha, weißt du, das... Naja, das ist... Carlo ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Was heißt das? Das heißt, dass wir Krach gehabt haben. Du weißt doch, was er für eine Mimose ist. Ja. Na und? Carlo hat sich Horn geschnappt und ist mit ihm in Flasche gestiegen. Das ist gewesen vorgestern Abend. Und seitdem ist er weg? Ja. Horn hat noch erzählt, dass sich Vater in der Kneipe mit einem Griechen angefreundet hat. Keiner konnte die Sprache des anderen, aber je mehr sie getrunken haben, umso besser haben sie sich unterhalten. Na, das ist ja heiter. Er wird aber einen schönen moralischen haben, wenn er wieder aufkreuzt. Nichts gesagt? Warum nicht? Weil, naja, ich hatte Angst, dass Sie sich was anmerken lassen. Und wenn Herr Doria gemerkt hätte, dass Sie Bescheid wissen, dann hätte er sicher auch geglaubt, dass ich seiner Familie was gesagt habe. Sagen Sie mal, Helga. Halten Sie mich für einen Trottel? Nein. Sie können sich so schlecht verstellen, wenn Sie mich fragen. Ja, und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Fräulein Kramer. Los, 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 Kinder! Habt nicht viel Zeit! Komm, 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 komm! Na, Papa? Ja. Wie fühlst du dich, ja? Na, auch. Ganz gut, gut. Ein bisschen elend noch, aber das werde ich schon schaffen. Das ist schon besser. Schönen Schrecken eingejagt. Wieso? Wegen deiner Haare. Ich dachte doch, du hast sie abschneiden lassen. Ja, die Perücke hat 620 Mark gekostet. Was, das ist eine Perücke? Nein, die kurz. Ich muss dir was sagen.
Vigo! Vigo! Keine Disziplin. Wieso? Seit Sie weg waren, habe ich jedes Mal den Dreifachen gemacht. Oh, alle? Ausgebrannt ist das der Schnitt. Und wenn der Matthews den Morris, also dich, attackiert, das machen wir später. Du, Michi, vergiss nicht heute Abend, da wollen wir gerne Languste essen. Und wenn ich keine finde? Brauchst du gar nicht, dass wir rauszukommen. Hey, 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 hey. Sei doch nicht so brutal. Michi will doch sicher seine Familie noch wiedersehen, oder? Haha, ich sterbe vor Sehnsucht nach denen. Du willst uns da wirklich mitschleppen? Denn, um ehrlich zu sein, wir interessieren uns überhaupt nicht für Service. Das ist ja schon möglich. Aber die Dorias, die muss man einfach gesehen haben. Das ist absolute Spitze. Das ist die Zugnummer bei Kronen. Sas parusiasume tus genskis. Ich bin ja nicht neugierig, aber ich wüsste gern, was mit euch los ist. Wieso, was soll los? Komm, red nicht so dumm. Das will ich euch sagen. Ihr wart ganz schlecht, temperamentlos, lahmärschig. Ich bin froh, dass Kobler das nicht gesehen hat. Dann würde ich hingehen und es ihm sagen. Das ist ein schöner Satz. Du hast es gerade nötig. Was war mit dem Dreifachen, hä? Müssen wir das unbedingt hier besprechen? Und die Passage. Ich habe immer geglaubt, ihr schlaft mittendrin ein. Wenn ihr keine Lust mehr habt zu arbeiten, dann sagt es. So mache ich das nicht mehr mit. Komm. Die ganze Zeit ist da schon nichts mehr mit euch. Da ist doch kein Pfeffer hinter. Dafür ist wenigstens das gepfeffert, was ich Lona und Francis den ganzen Tag an den Kopf schmeißen. Ja, weil sie mal gleich beleidigt. Was? Ruhe, verdammt nochmal, Ruhe! Wenn ihr Streit habt, dann müsst ihr das wieder ausbügeln. Und euch in Ordnung bringen. Wenn ihr mich dazu braucht, bitte, ihr braucht es nur zu sagen. Aber ich verlange von euch anständige Arbeit. Und wir reden noch. Somit hätte er dann die Familie wieder mal richtig in die Pfanne gehauen. Alter, der reicht, die Vorstellung war wirklich lahm. Schuld daran ist nur diese miese Stimmung, die sagt. Wie schön du sowas sagst, ach, Bruder. Jetzt aber bitte, bitte, sprech mit unseren Damen. Vielleicht fallen sie sich um den Hals und unsere Nummer ist wieder einsame Weltklasse. Manchmal Vigo hat Humor wie ausgestopfte Pferd. Unzufrieden ist er mit sich selbst. Ich weiß auch nicht, was er über den Dreifachen nicht mehr spricht. Außerdem glaube ich, dass er mit Nina stinkert. Oh, pardon. Vielleicht Sie können mir helfen? Ja. Oh, sind Sie nicht die junge Mann von den Trapez? Oh, Sie waren ehrlich. Ein großes Kompliment. Danke. Und diese dreifache Salto Mortal. Fantastisch. Sie müssen aber sehr viel mit. Ja, der Dreifache, das war eigentlich heute mehr ein Zweifacher. Ich bin sehr schlecht weggekommen. Nein, ich rede nicht von heute. Ich habe gesehen, der Vorstellung schon ein paar Mal. Und jedes Mal, der Höhepunkt von der ganzen Vorstellung war ihre Sprung. Oh, ich glaube, es ist nicht richtig für eine Dame, so etwas zu sagen. Glaube ich. Sie fragten mich, ob ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ah ja, ich suche der Kirschau. Und der da, das ist Aki. Ah. Ja, aber woher Sie wissen seinen Namen? Ja, Aki ist der Chef. Ah. Ah, dann ist Aki also für die Tiger, was sind Sie für die Flying Dog? Vigo Doria. Wieder nur ein Zweifacher. Schön, der Zweifache. Gratuliere.
Wie tief liegt denn das Wrack? 16 Meter. So, bitte, Herr Sohn. Na, endlich. Setz dich und gieß ein. Ja, das Wrack liegt 16 Meter und die Lichtverhältnisse sind sehr gut, also eigentlich ideal für uns das Ganze. Aha, danke. Du musst nur sehr vorsichtig sein, weil, da hängt noch eine Menge altes Eisen rum, verstehst du? Ja, ich werde schon auf. Und die Sache machen wir dann so. Du kommst steil runtergeschwommen aufs Deck, um die Kamera brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern. Wichtig ist aber, der Mann, den du bist, der fühlt sich völlig unbeobachtet. Aha. Das muss man an der Art merken, wie du dich bewegst. Wie sieht denn der Laderaum aus? Weiß ich nicht mehr genau. Müssen wir uns ansehen. Und die Lichtverhältnisse? Du kommst in eine Fackel runter. Die brennt eine Minute. Wenn die Fackel ausgebrannt ist, ist das der Schnitt. Und wenn der Matthews den Morris, also dich, attackiert, das machen wir später. Gut. Du, Michi, vergiss nicht heute Abend, da wollen wir gerne Languste essen. Und wenn ich keine finde? Brauchst du gar nicht, dass wir rauszukommen. Hey. Sei doch nicht so brutal. Michael will doch sicher seine Familie noch wiedersehen, oder? Haha, ich sterbe vor Sehnsucht nach denen. Du willst uns da wirklich mitschleppen? Denn, um ehrlich zu sein, wir interessieren uns überhaupt nicht für Service. Das ist ja schon möglich. Aber die Dorias, die muss man einfach gesehen haben. Das ist absolute Spitze. Das ist die Zugnummer bei Kronen. Sas parusiasume, tus kenskis. Ich bin ja nicht neugierig, aber ich wüsste gern, was mit euch los ist. Wieso, was soll los? Komm, red nicht so dumm, das will ich euch sagen. Ihr wart ganz schlecht, temperamentlos, lahmherrschig. Ich bin froh, dass Kobler das nicht gesehen hat. Dann würde ich hingehen und es ihm sagen. Was ein schöner Satz. Du hast es gerade nötig. Was war mit dem Dreifachen, hä? Müssen wir das unbedingt hier besprechen? Und die Passage. Ich habe immer geglaubt, ihr schlaft mittendrin ein. Wenn ihr keine Lust mehr habt zu arbeiten, dann sagt es. So mache ich das nicht mehr mit. Komm. Die ganze Zeit ist da schon nichts mehr mit euch. Da ist doch kein Pfeffer hinter. Dafür ist wenigstens das gepfeffert, was ich Lona und Francis den ganzen Tag an den Kopf schmeißen. Ja, weil sie mal gleich beleidigt. Ruhe! Wenn ihr Streit habt, dann müsst ihr das wieder ausbügeln. Und euch in Ordnung bringen. Wenn ihr mich dazu braucht, bitte, ihr braucht es nur zu sagen. Aber ich verlange von euch anständige Arbeit. Wir reden noch. Somit hättest du steil runtergeschwommen aufs Deck. Um die Kamera brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern. Wichtig ist aber, der Mann, den du bist, der fühlt sich völlig unbeobachtet. Aha. Das muss man an der Art merken, wie du dich bewegst. Wie sieht denn der Laderaum aus? Weiß ich nicht mehr genau. Müssen wir uns ansehen. Und die Lichtverhältnisse? Du kommst in eine Fackel runter. Die brennt eine Minute. Wenn die Fackel ausgebrannt ist, ist das der Schnitt. Und wenn der Matthews den Morris, also dich, attackiert, das machen wir später. Gut. Du, Michi, vergiss nicht heute Abend, da wollen wir gerne Languste essen. Und wenn ich keine finde? Brauchst du gar nicht, dass wir rauszukommen. Hey. Sei doch nicht so brutal. Michi will doch sicher seine Familie noch wiedersehen, oder? Haha, ich sterbe vor Sehnsucht nach denen. Du willst uns da wirklich mitschleppen, denn, um ehrlich zu sein, wir interessieren uns überhaupt nicht für Service. Das ist ja schon möglich. Aber die Dorias, die muss man einfach gesehen haben. Das ist absolute Spitze. Das ist die Zugnummer bei Kronen. Sas parusiasume, tus kenskis. Ich bin ja nicht neugierig, aber ich wüsste gern, was mit euch los ist. Wieso, was soll los? Komm, red nicht so dumm. Das will ich euch sagen. Ihr wart ganz schlecht, temperamentlos, lahmherrschig. Ich bin froh, dass Kobler das nicht gesehen hat. Dann würde ich hingehen und es ihm sagen. Was ein schöner Satz. Du hast es gerade nötig. Was war mit dem Dreifachen, hä? Müssen wir das unbedingt hier besprechen? Und die Passage. Ich habe immer geglaubt, ihr schlaft mittendrin ein. Wenn ihr keine Lust mehr habt zu arbeiten, dann sagt es. So mache ich das nicht mehr mit. Komm. Die ganze Zeit ist da schon nichts mehr mit euch. Da ist doch kein Pfeffer hinter. Dafür ist wenigstens das gepfeffert, was ich Lona und Francis den ganzen Tag an den Kopf schmeißen. Ja, weil sie mal gleich beleidigt. Was will ich immer nicht? Verdammt nochmal, Ruhe! Wenn ihr Streit habt, dann müsst ihr das wieder ausbügeln. Und euch in Ordnung bringen. Wenn ihr mich dazu braucht, bitte, ihr braucht es nur zu sagen. Aber ich verlange von euch anständige Arbeit. Und wir reden noch. Somit hätte er dann die Familie wieder mal richtig in die Pfanne gehauen. Alter, hat er recht, die Vorstellung war wirklich lahm. Schuld daran ist nur diese miese Stimmung, die sagt. Wie schön du sowas sagst, ach, Bruder. Aber bitte, bitte, sprech mit unseren Damen. Vielleicht fallen sie sich um den Hals und unsere Nummer ist wieder einsame Weltklasse. Manchmal Vigo hat Humor wie aufgestopfte Pferd. Unzufrieden ist er mit sich selbst. Ich weiß auch nicht, was er über den Dreifachen nicht mehr kriegt. Außerdem glaube ich, dass er mit Nina stimmt. Oh, pardon. Vielleicht Sie können mir helfen? Ja. Oh, sind Sie nicht die junge Mann von den Trapez? Oh, Sie waren ehrlich. Ein großes Kompliment. Danke. Und diese dreifache Salto Mortal. Fantastisch. Sie müssen abends sehr viel mit. Ja,
der Dreifache. Das war eigentlich heute mehr ein Zweifacher. Ich bin sehr schlecht weggekommen. Nein, ich rede nicht von heute. Ich habe gesehen, der Vorstellung schon ein paar Mal. Und jedes Mal, der Höhepunkt von die ganze Vorstellung war ihre Sprung. Oh, ich glaube, es ist nicht richtig für eine Dame, so etwas zu sagen. Glaube ich. Haben Sie kein anderes Thema? Doch, natürlich. Wir können zum Beispiel stundenlang über Beethoven sprechen. Was? Wieso gerade Beethoven? Ja, mein Vater ist gewesen in Botschaft in Bonn 2 Jahre und in Wien 2 Jahre. Und seitdem ich liebe Beethoven. Im Augenblick interessiert mich die Gegenwart eigentlich mehr. Deine Gegenwart zum Beispiel. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Pensum. Ja, ist ja auch alles sehr spannend, aber die Hitze. Bei diesem Wetter kann man nicht schwimmen oder ein Boot mieten. Ja, ich glaube wirklich, das ist besser. Aber warum können wir nicht mein Boot nehmen? Du hast ein eigenes Boot? Natürlich. Brav. Hallo? How much kostet it? 1 hour. 200 Dachmen. 1 hour? 1 hour. All right. Okay. Come in. Ρε μανάρα μου, ταξίδι που θα κάνει οι δυο μας. Please, mister. Πάμε. Can you help me? Oh, yes. Tell me, what is your name? My name is Dimitrios. Oh, yes. Let's go, Dimitrios. Yes, come on, let's go. This way. Na, was sagen Sie nun? Ganz große Klasse. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Ich meine natürlich das Boot. Now, I not this want to way. Go to this direction. You must be careful. Oh. Not too close to the island. Oh, Rico! Was machst du? Ich gehe baden. Yes. Oh, ich werde dich fischen kommen. Schläfst du schon? Nein. Kann ich reinkommen? Ja, der Wagen ist offen. Du, aber da bin ich noch lange nicht betrunken. Herr, was sagen Sie zu so einem Menschen? Carlo, was Sie da treiben, ist ja schamlos. Aber sehr wirkungsvoll, wenn Sie mich fragen. Ja, wie ist das? Wollte der Vater nur sagen, dass Helga uns gesagt hat? Verrückt. Vater muss das Gefühl haben, allein durch sein Verschwinden die Familie gerettet zu haben. Und das wird jetzt zu Ende gespielt. Kommt jetzt! Oh, mein Bier! Wartet! Sascha. Alles gut, Carlo. Ich sage kein Wort. Aber wenn Sie wieder mal so ein Ding drehen, dann lassen Sie mich bitte vorher wissen. In meinem Alter, da muss man sich vor Aufregung hüten. Na, abgemacht. Ja, das ist alles, Carlo, wir haben uns Sorgen gemacht. Vorsichtig! Eurem Vater geht's nicht gut. Ist ja halb so schlimm. Du riechst ja schon wieder nach Schnaps. Francis! Hilf mir bitte, der Papa muss sofort ins Bett, ja? Ja, Carlo! Einen so guten Vater habt ihr überhaupt nicht verdient. Wenn ihr irgendetwas braucht, meldet euch, ja? Und vielleicht verständigt ihr doch besser den Arzt. Ja, aber natürlich. Er braucht keinen Arzt. Ja, das weiß ich, aber die Dorias wissen es nicht. Doch, Herr Direktor, die wissen.
Wieso? Als Herr Doria mich aus dem Hotel anrief, habe ich sofort seiner Familie Bescheid gegeben, damit die sich nicht mehr aufregen. Was denn? Und mir haben Sie nichts gesagt? Warum nicht? Weil, naja, ich hatte Angst, dass Sie sich was anmerken lassen. Und wenn Herr Doria gemerkt hätte, dass Sie Bescheid wissen, dann hätte er sicher auch geglaubt, dass ich seiner Familie was gesagt habe. Sagen Sie mal, Helga, halten Sie mich für einen Trottel? Nein, Sie können sich so schlecht verstellen, wenn Sie mich fragen. Ja, und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Fräulein Kramer. Los, 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 Kinder! Habt nicht viel Zeit! Komm, 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 komm! Na, Papa? Ja. Wie fühlst du dich, ja? Na, auch, ganz gut, gut. Ein bisschen elend noch, aber das werde ich schon schaffen, das ist schon besser.